Geschätzte Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, lieber Leo Steinbichl, heute muss ich dir mal Konkurrenz machen. Heute habe ich auch mal ein Produkt mitgebracht. Normalerweise mache ich so einen Gemischtwarenladen da heraus auf, aber heute muss es einmal sein. Es geht um den Antrag der Palmölfreiheit beim AMA-Gütesiegel. Und siehe da, was haben wir festgestellt? Das AMA-Gütesiegel hat neben einigen anderen Schwächen, das ist dieses Zeichen, man muss es, so wie der Kollege Schmuckenschlager gesagt hat, immer wieder in die Kamera zeigen. Das ist dieses Zeichen, was am meisten beworben wird, was den Landwirten 20 Millionen Euro pro Jahr kostet, Zwangsbeiträge. Dieses Zeichen, was der ÖVP-Bauernbund wie eine Monstranz bei der Fronleichnamsprozession vor sich herträgt. Dieses Zeichen hat einige gravierende Schwächen und die müssen wir aufzeigen. Jetzt haben wir dieses Produkt gefunden. Dieses Produkt, das sind Soletti der Firma Kellys. Und dieses Produkt trägt das AMA-Gütesiegel. Das ist hier aufgepresst, AMA-Gütesiegel drauf. Und dieses Produkt enthält Palmöl. Jetzt spricht an und für sich nichts dagegen, dass Produkte Palmöl enthalten. Das ist der freie Markt, das ist die freie Wirtschaft. Aber ich frage mich wirklich, ist es notwendig? Ist es notwendig, bei Produkten, die das AMA-Gütesiegel tragen, Inhaltsstoffe zu verwenden, die so einen katastrophalen ökologischen Fußabdruck haben wie das Palmöl? Und wir wissen alle, dass das Palmöl alles andere als ökologisch ist. Es wird von Südostasien meistens hergekarrt. Es wird mit Kinderarbeit produziert. Es sorgt für Treibhausgase, indem der Regenwald abgeholzt wird. Und deswegen wollen wir nicht, dass das in AMA-Gütesiegelprodukten enthalten ist. Das Schlimme am Parlamentarismus in dieser Art und Weise, wie er derzeit von der Regierung praktiziert wird, ist der, wir bringen einen Antrag ein, der genau das regeln soll, dass das AMA-Gütesiegel nicht auf Produkten mit Palmöl draufgedruckt werden sollte. Was macht die Regierung? Sie lehnt diesen Antrag von uns ab, nur weil er von der FPÖ kommt, und bringt selbst im Ausschuss noch direkt, was sehr ungewöhnlich ist, einen eigenen Antrag ein, der genau den gleichen Inhalt hat. Er hat genau den gleichen Inhalt. Und ich verstehe nicht, warum man nicht einfach die Größe hat und hergeht und sagt, okay, die Freiheitlichen haben diesen Antrag eingebracht, wir finden den Antrag gut, wir stimmen dem Antrag zu. Über diesen Schatten kann die Regierung scheinbar nicht springen, und das finde ich sehr, sehr schade und gehört eigentlich geändert. Aber ich möchte noch weiter ausführen zum AMA-Gütesiegel. Es wird immer so gelobt, das habe ich schon erwähnt. Und jetzt möchte ich darauf hinweisen, welche Schwächen das AMA-Gütesiegel hat. Und deswegen muss ich es hier aufstellen. Es ist einfach sehens- und hörenswert. Der Konsument geht ins Geschäft und glaubt, wenn er AMA-Gütesiegel-Produkte kauft, ist umgefallen. Wenn er Produkte mit diesem Zeichen kauft, kauft er lupenrein österreichische Ware. Er kauft gentechnikfreie Ware, er kauft Ware, die palmölfrei ist. Wir haben jetzt festgestellt, nicht palmölfrei. Wir haben auch festgestellt, nicht gentechnikfrei. Das AMA-Gütesiegel bedeutet nicht Gentechnikfreiheit. Das ist so. Und auch das wollen wir geändert haben. Und das AMA-Gütesiegel, das erlaubt in seinen Richtlinien, einen Drittelanteil von Inhaltsstoffen ausländischer Herkunft. Und auch das wollen wir in diesem Bereich geändert haben, denn das AMA-Gütesiegel sollte das sein, was es den Konsumenten vermittelt, nämlich rein österreichische Produkte. Und die gewährleistet dieses Zeichen nicht. Und noch etwas, was wir heute am Vormittag besprochen haben, was der Herr Minister nicht beantwortet hat, weil er es angeblich nicht kennt. Der Verein für Konsumenteninformation hat Extrawurst untersucht. Verpackte Extrawurst. Und das AMA-Gütesiegel, das steht für höchste Qualität. Und ich sage das ganz bewusst, für höchste Qualität. Aber was stellt der Verein für Konsumentenschutz fest in seiner Testung? 16 verpackte Extrawurst-Sorten hat er untersucht. In den ersten 9 Sorten, also in den am besten bewährtesten Sorten, ist 3-mal ein Produkt mit einem AMA-Gütesiegel enthalten. 3-mal von 9. In den 5 schlechtest bewertetsten Extrawurstsorten ist 4-mal das AMA-Gütesiegel enthalten. 4-mal nachzulesen im Konsument vom Mai 2017. Und hier frage ich, habe ich am Vormittag den Herrn Minister gefragt, was er dazu sagt, warum er das eigentlich nicht ändert. Dann hat er gesagt, er kennt diese Studie nicht, obwohl er sie kennen müsste, weil wir im Rechnungshofausschuss auch das schon erwähnt haben. Wie gesagt, das AMA-Gütesiegel hat sehr, er kennt sie auch jetzt noch nicht, Herr Minister, Sie haben sich erkundigt wahrscheinlich. Wir haben in den 5 schlechtesten Produkten, VKI-Untersuchung, 4-mal
Produkte mit diesem Zeichen drinnen. Und hier gehört einiges geändert und deswegen fordern wir, dass das AMA-Gütesiegel in seinen Richtlinien maßgeblich verbessert wird, dass wir die Palmölfreiheit gewährleisten, dass wir die Gentechnikfreiheit gewährleisten, dass wir auch die Drittelregelung in diesen Produkten beseitigen. Dankeschön. Palmöl habe einen katastrophalen ökologischen Fußabdruck, sagt FPÖ-Landwirtschaftssprecher Harald Janach. Palmöl sollte nicht in Produkten vorkommen, die das AMA-Gütesiegel tragen.